رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة. ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Wir werden inshallah wieder mit euch zusammen diesen Monat eine Stellungnahme zu der jeweiligen Neumondsichtung zum Monat Zilhijja machen. Bevor wir diese Erklärung inshallah zu dem Monat, zu dem Neumond vor allem, des 12. Mondmonats, quasi des letzten Monats des Jahres 1444 machen, möchte ich inshallah euch allen zusammen unseren neuen Hijra-Kalender vorstellen. Das ist der erste Hijra-Kalender, den wir zum ersten Mal jetzt auf Deutsch hier publiziert haben. Der hat uns heute, genau heute erreicht, Alhamdulillah. Und wir werden den inshallah ta'ala heute Abend auf unsere Verkaufsseite www.aliyah.de hineinstellen. Und ich bitte euch inshallah ta'ala, diesen Kalender euch allen inshallah zu kaufen. Denn dieser Kalender, der Hijra-Kalender, ist eine Wiederbelebung einer Sunna, die ausgestorben ist. Ihr wisst, die Hijra ist der Beweggrund unseres Propheten a.s. von Mekka nach Medina gewesen. Das ist der Schritt gewesen der Muslime von der Opposition zum Staat. Und das ist ganz genau 1445 Jahre her. Inshallah, kommenden Monat wird das mit dem Monat Muharram inshallah ta'ala sein. Und es gibt einen Konsens, das heißt, es gibt ein Ijma bei den ganzen Sahabe zur Zeit des Kalifats von Umar ibn al-Khattab radiallahu anh, mit der Empfehlung von Ali ibn Abi Talib radiallahu anh, dass man diesen Kalender benutzen sollte. Und wie gesagt, wenn wir sagen, als Muslime weltweit, dass wir unseren Vorreitern des Salaf al-Salihin folgen, dann ist es natürlich eine unumgängliche Sache, dass wir diesen verstorbenen Kalender, mit verstorben meine ich, der eigentlich heute nicht mehr bei den Muslimen aktuell ist, nicht mehr bimten ist, dass wir den auf jeden Fall wieder in unserem alltäglichen Leben versuchen einzuführen. Und diesbezüglich haben wir jetzt nach 3 Jahren, nachdem wir den 3 Jahre lang auf Türkisch publiziert haben, jetzt zum ersten Mal auf Deutsch publiziert. Und wir werden inshallah ta'ala den jetzt immer wieder auf Deutsch publizieren. Und mit unseren Mondsichtungen, die wir jeden Mondmonat machen, könnt ihr diesen Kalender parallel inshallah ta'ala mitbenutzen. Deswegen ist es eine Empfehlung von mir an euch allen inshallah, mindestens, dass ihr auf jeden Fall 3 Stück von diesen Kalendern kauft. Einen solltet ihr für euch benutzen, an eure Wand aufhängen. Immer wenn ihr diesen Kalender seht, die Sunna unseres Propheten, das Verhalten des Salaf al-Salihin und der ersten Generation bedenken, indem wir halt diese islamischen Monate vor uns haben. Und die anderen beide, die ihr euch aneignet, die solltet ihr inshallah ta'ala an eure engsten Freunde inshallah als Verkündungsmittel inshallah ta'ala weiterverbreiten. Das ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Das ist eine Sache, die wir zum ersten Mal hier auf Deutsch angeführt haben. Und ich bitte euch inshallah ta'ala, für euch selbst diesen Kalender euch zu bestellen. Und wie gesagt, der kostet gar nichts, also 8 Euro. Ja? Der Druck ist ja schon fast teurer, kann man sagen. Dass ihr diesen Kalender euch inshallah bestellt und letztendlich diese Sunna des Salaf al-Salihin inshallah ta'ala wiederbelebt. Und so möchte ich jetzt inshallah ta'ala zu der Stellungnahme bzw. zur Erklärung zu der Neumondsichtung des Monats Zilhijja, quasi des letzten Monats des Jahres 1444 inshallah,
euch vorstellen, denn wie gesagt, dieser Monat ist ein sehr, sehr wichtiger Monat. Es ist nicht nur der letzte Monat des Jahres 1444 oder der 12. Monat des Hijra-Kalenders, es ist auch gleichzeitig der Monat der Hajj, das heißt, in dem die Pilger am 8. Tag diesen Monats, Yawm al-Tarwiyah heißt das, nach Mina gehen. Am 9. Tag diesen Monats gehen sie auf Arafah und der Prophet a.s. hat gesagt, Al-Hajj Arafah, das heißt, Hajj ist Arafat, an dem Tag, wo sie sich auf der Gegend von Arafat versammeln. Das ist der 9. Tag dieses Monats, des Monats Dhul-Hijja. Und der 10. Tag dieses Monats ist quasi das Kurban Bayram bzw. das Eid al-Adha. Und daher ist es für uns Muslime weltweit sehr, sehr wichtig, genau wie der Ramadan, diesen Tag auch rechtlich, islamisch rechtlich gesehen, auch festzulegen, weil dementsprechend bindet sich die Hajj, bindet sich quasi der Tag von Arafat und bindet sich oder wird auch quasi, quasi unser Kurban, unsere Opfertiere werden jetzt quasi festgelegt. Ich möchte einen Satz zu dem vorigen Monat, zum 11. Monat Zulkade sagen. Der Monat Zulkade, also der 11. Monat, begann am 21. Mai 2023 und am 29. Zulkade entsprach den 18. Juni 2023, quasi der gestrige Tag. Und am gestrigen Tag, am 29. Zulkade, also am 11. Monat des 29. Tages, also der 18. Juni abends, haben wir weltweit nach dem Neumond Ausschau gehalten, also weltweit. Vorab, der astronomische Neumond, der fand um 3 Uhr nachts, um 3 Uhr nachts in Mekkatul Mukarrama statt. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Um 3 Uhr nachts Mekka-Uhrzeit und ungefähr um 6 Uhr, 7 Uhr, quasi mitteleuropäische Uhrzeit, fand die Mondkonjunktion statt. Das müsst ihr euch vorstellen. Also bis zum Sonnenuntergang sind es quasi 12 ganze Stunden. Und ich möchte jetzt quasi jetzt schon mal das erste Bild hier einblenden. Ihr seht hier quasi die Weltkarte vom 29. Zulkade, also von dem Abend des 29. Tages, des Monats, des Vergangenen, also quasi am 18. Juni 2023. Ihr seht quasi jetzt die ganze Weltkarte hier. Der rotliche Teil, den ihr hier quasi seht, das seid ihr jetzt auch ein bisschen unterwandert in dieser ganzen Sache. Dieser Bereich, den ihr rot seht, quasi Saudi-Arabien, der Kaukasus, Europa und komplett Nordafrika, das ist der Bereich, wo man den Mond nur, ich betone nur, mit sehr, sehr starken teleskopischen Mitteln beobachten kann. Vor der gelben Strich, also was hier quasi hier steht, auf der rechten Seite, also quasi von Tunesien in Richtung Osten bis Saudi-Arabien und Iran. Von dort geht der Mond nach dem Sonnenuntergang unter. Jedoch ist der Mond beim Sonnenuntergang 8 Grad über dem Horizont. Das heißt, eigentlich ist der Mond, obwohl er nach der Sonne untergeht, eigentlich sehr schlecht bzw. so gut wie eigentlich gar nicht sichtbar. Wenn er denn sichtbar wäre mit einem Teleskop, ist er nach der gelben Linie in Richtung Westen, also quasi Algerien, Marokko, Mitteleuropa, Deutschland und Spanien, England. Von dort aus wäre dann wirklich mit einem Teleskop auch dann gut sichtbar, aber mit einem sehr, sehr starken Teleskop. Zum Nahen Osten, also quasi zu der arabischen Halbinsel, was sehr wichtig ist, geht die Sonne insgesamt, also bei dem einen Ort ist es 25 Minuten, bei dem anderen Ort sind es vielleicht 35 Minuten, geht der Mond nach der Sonne unter. Jetzt ist natürlich die Frage, ohne das Thema jetzt weiter im Detail erwirken zu lassen, an diesem Abend, am 18. Juni, quasi am 29. Zulkade, wie viele Mondsichtungen gab es weltweit? Und das möchte ich jetzt sagen. Weltweit gab es nur 3 Mondsichtungen. Es gab nur 3 Mondsichtungen auf der ganzen Welt. Und das ist sehr, sehr wenig. Deswegen habe ich euch und empfehle ich euch auch, inshallah,
euch unseren Hijra-Kalender zu bestellen, weil wir haben bei unserem Hijra-Kalender eine sehr wichtige Rechenmethode benutzt. Ganz klar, das, was uns bindet nach dem islamischen Rechtssystem, ist die Sichtung, nicht der Kalender. Jedoch, den Kalender, die Rechenmethode, die wir dort verwenden, die ja nicht bindend ist, ist aber eins der präzisesten, weil die Brüder und Schwestern, die mich schon seit einigen Male bei der Mondsichtung verfolgen, die haben natürlich ein Vokabular auch von mir kennengelernt. Es gibt einmal eine Mondsichtung, ja, und dann gibt es eine Mondjagd, sage ich immer. Und bei diesem Monat Zilhijja, also dem 12. Monat, war es wieder eine Mondjagd gewesen. Also wenn man mit normalen Teleskopen eigentlich gesichtet, Beachtung, wenn man mit normalen Teleskopen gesichtet hätte, mit normalen, hätte man den Mond nicht gesehen. Hätte keine Sichtung stattgefunden. Aber was hat man gemacht? Man versucht sehr, sehr hohe Teleskope, wo man quasi den Neumond, der gerade mal vielleicht einige Stunden alt ist, der gerade wie so ein Haar dünn ist, also ist das ein Hilal oder ist das ein Strich oder ist das ein Haar in der Luft, ja, an der Sonne kleben, fotografieren sie den und sagen, wir haben den Neumond gesehen, ist nach dem islamischen Rechtssystem bindend, aber ist natürlich keine Mondsichtung, wie wir das nach der Scharia eigentlich so nennen, ist wirklich eine Mondjagd. Und das ist natürlich das Ergebnis, dass normalerweise weltweit eigentlich nur drei Sichtungen stattfinden haben. Eine in Tomeir, also quasi, kennt ihr Tomeir, ja, in Saudi-Arabien, obwohl in Saudi-Arabien 10 Observatoriums gesichtet haben, 10 Observatoriums haben von diesen 10 Observatorium kein Observatorium eine Sichtung gemacht, nur das Observatorium in Tomeir und eine Person hat den Mond gesichtet. Ihr seht gerade hier eingeblendet in Saudi-Arabien, wie dort die Sichtung ist. Bei dem Video könnt ihr hier sehen, wie auch die Luft eigentlich, der Himmel hier in Saudi-Arabien eigentlich sehr, sehr stark bewölkt gewesen war. Also man konnte an einigen Stellen nichts sehen. Aber das Bild, was ihr jetzt gerade seht, wo die Leute der Mondsichtungskomitees direkt gucken, da seht ihr die Sonne, jetzt quasi bei dem Bild. Und das ist der Ort von Tomeir und da hat man dann quasi mit einem sehr, sehr krassen Teleskop, hat man dann quasi die Mondsichel, quasi die quasi 7, 8, 9 Stunden alt gewesen war, hat man die dann eingefangen und gesichtet. Das ist die erste Sichtung, jedoch, ja, was ich natürlich bis aufs Fundament kritisiere, gab es bei dieser Sichtung kein Foto. Also wir haben kein Bild aus Tomeir, wir haben kein Bild aus Saudi-Arabien. Das finde ich eigentlich sehr, sehr ungerecht von den Leuten, weil wenn man schon so gute Qualität hat, könnte man auch gleichzeitig ein Foto bieten. Hat man nicht gemacht, jedoch das Mahkemetul Ulya, das Hohe Gericht in Saudi-Arabien, hat diese Sichtung anerkannt. Und wir müssen, Achtung, wir müssen diese Sichtung anerkennen, weil erstens ist es ein Scharia-Gericht und zweitens, sehr wichtig, wir reden hier von einem Monat der Hajj. Und der Prophet a.s. sagt, Eid ist immer, wenn ihr alle Eid macht und fast und der Beginn von Ramadan ist immer, wenn ihr alle den Beginn macht. Das heißt, vor allem bei der Hajj, bei dem Hajj-Monat, ist es wichtig, dass alle Muslime weltweit am gleichen Tag die Hajj machen, am gleichen Tag Arafah machen, weil wenn wir weltweit Kurban schlachten, unsere Opfertiere schlachten, die wir alhamdulillah als Plattform dieses Jahr wieder in drei Ländern machen werden, dann ist es wichtig, dass diese Opferung am gleichen Tag passiert, wo die Pilgerer, die Hujjaj von Arafat an dem Abend frühmorgens nach Mesh al-Haram zu Jamarat laufen und dann quasi aus dem Ihram aussteigen. Das heißt, es muss parallel laufen. Das ist, wir machen das stellvertretend zu dem Ort von Miqat, von Masjid al-Haram. Deswegen ist die Besichtung, vor allem jetzt bei dem Hajj-Monat, aus Saudi-Arabien uneingeschränkt natürlich wichtig und letztendlich auch bindend. Und wie gesagt, es gibt eine Zeugenaussage und ein Gericht hat das bestätigt. Punkt, das Thema hat sich eigentlich erledigt, auch wenn es sehr schwach ist, auch wenn wir es bis auf das Fundament kritisieren. Die zweite Sichtung ist interessant, ja, die kommt nicht aus Abu Dhabi, die kommt nicht aus Katar, die kommt nicht aus, aus Oman. Die zweite Sichtung kommt aus Deutschland, ja, das hat Martin Elisa um 16.35 Uhr aus München fotografiert, quasi vor dem Sonnenuntergang. Also die erste Sichtung war nach dem Sonnenuntergang aus Tomeir. Die zweite Sichtung ist vor dem Sonnenuntergang, 16.35 Uhr, also quasi deutsche Uhrzeit, weil ist ja aus München fotografiert worden. Diesen Mond seht ihr quasi jetzt hier eingeblendet. Diesen Mond, den ihr jetzt hier eingeblendet seht, quasi
4 Stunden vor dem Sonnenuntergang. Das ist die einzigste Sichtung als Mond, als Neumond, die wir haben. Also aus den islamischen Ländern haben wir keine Sichtung, aber interessant, aus Deutschland, aus Bayern haben wir eine Sichtung quasi dem Mond, den ihr jetzt hier gerade eingeblendet gesehen habt. Das seht ihr quasi hier, diese ganz dünne Sichel, aber mit einem sehr, sehr starken Teleskop vor Sonnenuntergang fotografiert. Die dritte Sichtung, und das ist auch die letzte Sichtung, die stammt aus den Vereinigten Staaten von Amerika, also aus USA. Und das Interessante bei den USA ist, dass in den USA gibt es mindestens 6 bis 7 verschiedene Sichtungskomitees. Davon sind 6 sunnitisch und ich denke 2 sind die Schia. Und von diesen 6 Sichtungskomitees hat nur ein Sichtungskomitee aus Kalifornien den Mond gesichtet. Interessant. Ich hätte eigentlich gedacht, dass aus Amerika mit mitteleuropäischer Uhrzeit mehr Sichtungen kommen. Ich möchte das Bild nochmal einblenden. Also wir blenden das Bild jetzt nochmal ein mit der Weltkarte. Ja? Die rote Seite, das hat, wir blenden das zweite Mal jetzt hier ein. Die rote Seite seht ihr quasi mit dem Teleskop. Die graue Seite, also quasi Nordamerika, der Atlantik und Venezuela. Dort ist der Mond sichtbar, aber nur mit einem Fernglas. Achtung, die graue Seite ist mit einem Fernglas. Das blaue, was ihr hier seht, also quasi komplett Amerika und Mexiko, was ihr blau seht, ist mit dem Auge sichtbar. Achtung, ist mit dem Auge sichtbar, wenn der Himmel frei ist. Das heißt, es darf kein Nebel sein und der Himmel darf nicht dunstig sein. Tamam, verständlich, ne? Das Grüne, was ihr seht, quasi im Pazifik hinten, das wäre dann quasi mitten im Pazifik, dann ist er halt nur wirklich, auch wenn das Wetter ein bisschen, wie nennt man das, dunstig ist und ein bisschen neblig ist, dann kann man ihn auch mit dem Auge sehen. Und so ist auch unser Kalender auch letztendlich eingestellt. Und es ist sehr interessant, dass wir wirklich weltweit nur 3 Sichtungen hatten. Zu der letzten Sichtung möchte ich noch kurz was sagen hier. So kam nämlich der Bericht aus Amerika. Dann schreibt dieser Bruder hier, die Mondsichel, also der Neumond, wurde um 20.38 Uhr mit einem 10x42 Fernglas vom Mount Wilson. Mount Wilson habe ich schon oft zitiert, aus Mount Wilson, aus Kalifornien, wird oft gesichtet, das ist ein sehr hoher Berg. Zu diesem Zeitpunkt war er auch mit bloßem Auge zu sehen, sagt er hier. Aber natürlich 20.38 Uhr in Kalifornien, das ist schon 4 Uhr früh morgens. Ungefähr 4 Uhr morgens hier. Der Himmel war größtenteils klar, aber im Westen gab es deutlichen Dunst oder dünne Wolken. Und der Himmel war ebenfalls violett gefärbt. Ja? Kennen wir aus Amerika, den violetten Himmel. Ich habe es, jetzt sagt der Bruder hier, ich habe es, also den Neumond, durch einige Bäume im Vordergrund gesehen und konnte kein Bild machen. Die Temperatur betrug 56 Grad, also Fahrenheit, und die Luftfeuchtigkeit 60 Grad. Prozent. Inshallah, wie gesagt, das sind die 3 Sichtungen. Es ist sehr, sehr traurig, dass wir nur einen Mond haben und der kommt aus Bayern. Saudi-Arabien hat keine Sichtung, keine Mondsichtung uns gegeben. Und aus Amerika, habt ihr gerade von dem Bruder gehört, gibt es offiziell auch kein Foto. Leider nicht. Also so ist das halt quasi mit diesem Monat. Jedoch nach dem islamischen Rechtssystem beginnt quasi der erste Silhidschä am 19. Juni, aufgrund dieser Aussagen und auch den Mond, den ihr quasi aus Bayern jetzt gesehen habt. Der erste Silhidschä beginnt am 19. Juni. Der Tag von Arafat ist der 27. Juni und der Tag von Eid al-Adha fällt auf dem 28. Juni quasi auf den Mittwoch. Nur zum Schluss möchte ich eins sagen. Welche Länder beginnen denn quasi am 19. Juni mit dem ersten Silhidschä? Also welche Länder haben quasi am 28. Juni Eid al-Adha bzw. Kurban Bayram? Zähle ich auf. Jordan, Emirat, Bahrain, Jazair, Sudan, Somalia, Irak, Kuwait, El-Memleket al-Arabiya, also Saudi-Arabien, Jemen, Türkei, wobei Türkei ja nicht die Mondsichtung macht, Tunis, Djibouti, Syrien und viele Länder, die diesen Ländern auch, also Afghanistan müsste dann quasi auch mit dazu gehören. Dann mache ich weiter. Oman, Philistin, Katar, Libanon, Libyen, Mısır, Mauretania und
Nigeria. Das sind alles die Länder, die quasi jetzt, also den 19. Juni als ersten Silicia sehen und am 28. Juni, inshallah, wie nennt sich das, Eid al-Adha machen. Welche beginnen aber einen Tag später? Welche haben jetzt nicht am 28. Juni, sondern am 29. Juni Eid al-Adha, beziehungsweise fangen nicht am 19. Juni, sondern mit dem 20. Juni mit dem Silicia an? Das ist Senegal, Maghreb, also Marokko, Hind, also Indien, Indonesien, Iran, Pakistan, Brunei, Bangladesch und Malaysia. Diese neun Staaten fangen quasi oder machen einen Tag später dann, inshallah, das Eid al-Adha. Das war es, inshallah, meinerseits gewesen. Wie gesagt, das Jahr 1444 endet natürlich, inshallah, im kommenden Monat. Und der Monat Silicia ist ein sehr, sehr wichtiger Monat. Allah Ta'ala sagt im edlen Koran in der Surah Fajr, wel Fajr, wel Layalin Ashr, also bei der Morgendämmerung und bei den 10 Nächten. Mit den 10 Nächten, die Allah Ta'ala schwört, wel Layalin Ashr, das sind jetzt die ersten 10 Nächte von Silhicce. Und Allah Ta'ala gibt diesen 10 Nächten wirklich einen sehr, sehr hohen Stellenwert, dass unser Prophet a.s. in vielen seinen Aussagen, die alle authentisch sind, sagt, Allah Ta'ala ist keine 10 Nächte oder 10 Tage lieber als diese 10 Tage bzw. 10 Nächte vom Monat Silhijja. So sogar, dass Allah Ta'ala quasi im Koran auf diese 10 Nächte schwört. Und wirklich, also könnt ihr euch mal darüber informieren, was für Vorzüglichkeiten diese 10 Nächte inshallah ta'ala haben, wobei quasi der 10. Tag dann Eid al-Adha ist. Ich wünsche euch, oder was heißt ich wünsche euch, wir als im Auftrag des Islam, wir wünschen euch jetzt schon mal ein gesegnetes Eid al-Adha, einen gesegneten Tag von Yawm al-Arafah, gute Feiertage inshallah mit eurer Familie und mit euren Freunden. Und ganz, ganz wichtig ist es natürlich, dass wir vor allem als Muslime, vor allem die behaupten, von sich im Auftrag des Islam zu stehen, das auch als Anlass nehmen, vor allem den Hijra-Kalender, quasi den Kalender des Islams, jetzt nehmen, wenn wir zu unserer Familie, wenn wir zu unseren Freunden gehen, dass wir diesen Kalender an unsere Familie und unsere Freunde, an unsere Arbeitsstelle, an unsere Schule, an den Muslimen, inshallah ta'ala, weiterverbreiten und dass wir so gesehen ein Gemeinschaftsgefühl, inshallah ta'ala, als Muwahhidun hier mitten in Europa versuchen, zumindest hier unter uns zu stärken. Jazakumullahu khairan, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.